dann auch öffnen für die Bevölkerung. Und wir werden dann gleich am Ende meines Impulsvortrags auch ein paar audiovisuelle Eindrücke sehen können. Ihnen kurz die Idee zur zukünftigen Industrie näher bringen, die wir dann unter unterschiedlichen Blickwinkeln hier in der Podiumsdiskussion dann auch vertiefen werden. Solche Erlebnisse, wie Sie sie heute hatten, die enthalten ja natürlich einen Großteil der Bevölkerung notwendigerweise teilweise auch vor, weil sie nicht richtige Massen jeden Tag durch die Werke während des laufenden Produktionsprozesses bringen können. Das ist unmöglich. Wir haben schon einige Experimente hier in diesem Jahr gemacht. Über allen anderen Konkurrenten, wir können gewährleisten, dass unser Service noch nicht sein darf. Oder Holz. Auf jeden Fall müssen wir auch mit der Industrie leben oder sagen Sie, naja, manchmal schießen wir doch so ein bisschen über das Ziel hinaus, um die Natur zu retten? Also, wer bei uns nachgeguckt hat, was wir 2010 gemacht haben, da gibt es nämlich eine schöne Erklärung, Naturschutzbund und DGB zusammen zur ökologischen industriellen Revolution, ist ein bisschen untergegangen. Da steht explizit drin, und das ist auch unsere tiefe Überzeugung, dass Nordrhein-Westfalen Industriestandort ist und auch bleiben muss. Wir reden über die Frage des Wies der Entwicklung. Also wie ist es mit dem Flächenverbrauch? Wie ist es mit Emissionen? Wie ist es eben mit Reduktion von Input letztendlich, verschiedener Materialien? Das sind die Themen. Ohne lange Vorrede, ganz konkret ins Thema hinein. Es geht gar nicht darum, ob NRW Industriestandort ist oder ob es bleiben soll. Das ist so. Da setzen wir uns für ein. Das heißt, Industrie war nicht immer der erste Berührungspunkt der Journalistinnen und Journalisten. Das zweite ist sicherlich, dass die Generation der Journalisten, die heute Ton angeben, ist in einem Zeitalter groß geworden ist, wo man sehr viel zu Recht Wert auf Naturschutz, Umweltschutz dergleichen gelegt hat, war sehr geprägt worden ist von dem Gedanken, dass die Industrie Bedrohung darstellt und nicht Zukunft. Und das pflanzt sich fort in Berichterstattung. Wer Dingen nicht mehr nahe kommt, ob durch seine eigenen Lebensumstände oder durch Einsicht, der tut sich auch schwerer, sie zu verstehen. Das wird gehen. Das wird aber nur gehen, wenn sich alle großen gesellschaftlichen Kräfte, da gehört natürlich die Industrie dazu, auch die Landwirtschaft, Kirchen, Verbraucher etc., zusammentun, um auch zusammen zu sagen, was denn passieren muss. Und da sind wir viel weiter, glaube ich, als da muss sich auch Industrie gar nicht verstecken. Nur was mir immer entgegenschlägt, ist richtige Sorge, richtige Angst. Da kommt jetzt der Naturschützer und der hat bestimmt in der Tasche irgendwo einen Feldhamster, mal nachschauen, den er dann bei uns irgendwo rauslässt und dann können wir nicht erweitern. Also da sind wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter. Deswegen freue ich mich auch hier reden zu können, weil sich eine Menge tut im Moment. Was sollte man abwägen? Ist das so ein bisschen ins Brennglas gekommen? War das letztendlich vielleicht sogar gut? Das Problem sind gar nicht die Verbände, die Experten haben, die Kenntnisse haben, die Prozesse kennen. Das Problem sind mitunter die Industriekonzerne, die manche Prozesse der Öffentlichkeit noch lernen müssen. Das Problem ist eher der einzelne Bürger, der stark emotionalisiert auftritt, der nur fragmentiertes Wissen hat, der ein Einzelfallinteresse hat, es geht ihm konkret um dieses Bauprojekt. Die von uns gewählten Politiker, wenn sie einmal Entscheidungen getroffen haben, dann müssen sie auch dazu stehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sich der eine oder andere gerne dieser Verantwortung entzieht. Und das darf nicht sein. Dafür sind sie gewählt. Da müssen wir darauf achten, dass wir die politisch Verantwortlichen auch
daran messen, wie Sie auch wirklich zu diesen Projekten stehen, die Sie einmal entschieden haben. Die EU macht zum Teil natürlich auch der Industrie das Leben schwer. Einfluss auf Binnenmarkt, Finanz, Klima, Umweltschutz, Regulierung, das sogenannte Impact Assessment, die Folgenabschätzung, liegt nach Ansicht vieler Leute im Argen. Mag sich jemand von Ihnen dazu äußern? Man muss zusammenfügen die Punkte, dass man auch als Industrie natürlich auch nur eine Erde zur Verfügung hat. Also wenn wir also in die Zukunft gucken, müssen wir überlegen, auch als Industrie, und das erwarte ich dann auch, dass man eben sich dazu bekennt, an den Lösungen mitzuarbeiten, wie wir dann mit Ressourcen effizient umgehen, wie wir irgendwann in den Kreislauf Recycling kommen, weil wir einfach die Erde nicht zweimal erfinden können. Das wird uns nicht gelingen. Natürlich nicht nur Bundespolitiker. Was sagen die eben so beim Bierchen oder beim Essen? Sagen die, ja, wir machen viel verkehrt, was die Industrie angeht, was die Ansiedlung angeht, was die Behandlung der produzierenden Industrie angeht? Ich glaube, Sie müssen ganz stark sein. Die reden eigentlich gar nicht über Industrie. Industrie kommt nicht vor. Da geht ein bisschen das, was ich vorhin für die Medien gesagt habe, Industrie ist ein Problem. Das poppt ab und zu mal hoch in Einzelverfahren. Eine Ministerin ist eben erwähnt worden, die hilflos war, weil man sich nicht permanent damit beschäftigt. Sondern muss ich dann die Mühe machen, diese Komplexität insofern aufzudröseln, dass sie begreifbar wird für viele Menschen. Und das ist eine absolute Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen, als Unternehmen, als Medien, als Naturschützer oder wer auch immer. Es geht gar nicht anders. Aber nur so, die haben so und so viele Emissionen, müssen das jetzt dahin bringen. Ansonsten ziehen wir den Stecker, ist nicht hilfreich. Was wir unbedingt machen müssen in der Politik, das Thema Industrie nach vorne treiben. Wir haben, glaube ich, auch durch die Initiative Zukunft der Industrie den Masterplan auf den Weg gebracht. Ich wage das jetzt mal einfach so zu behaupten, weil dann die Politik auch nicht mehr ohne konnte und sich des Themas angenommen hat. Und die Politik wird sehen, dass sie gut beraten war, sich dieses Themas anzunehmen, denn wir werden dort viele interessante Projekte wahrscheinlich nach dem Masterplan auf den Weg bringen und auch Probleme anfassen, die für uns hier in Düsseldorf elementar sein werden. Schule ist ein wichtiger Punkt, Herr Gößmann hat es auch angesprochen. Schauen Sie sich mal die Lehrbücher an oder die Unterrichtsbücher, was die für Bilder und Berichte noch über Industrie in den Büchern haben. Da ist alles noch mit grau und schwarz und dreckig. Das ist ein Problem, da müssen wir vieles machen, vieles aufklären. Düsseldorf, klasse in der Rheinischen Post, wünschen wir uns auch ein gutes Miteinander am Industriestandort Deutschland. Herzlichen Dank.